Apropos, wie heißt eigentlich diese Frau, die immer vor dem Lebensgefährten steht, der nicht Ypsilanti heißt? Liebe Genossen, Genossen, ich kann euch noch nicht alles sehen. Das ist doch der Text vom Anfang. Der Text vom Wahltag 19 Uhr, wo die Kameras davor standen. Guck mal weiter. Liebe Genossen und Genossen, ich kann euch doch jetzt alles sehen. Hast es jetzt? Wir haben die Wahl gewonnen. Ich habe die Wahl gewonnen. Ich habe sie gewonnen. Wir sind mit 36,7% stärkste Partei vor Roland Koch mit 36,8. Und diesen 0,1% weniger sind mehr, weil wir ja in die Gegenrichtung der Partei fahren, weg von Agenda 2010 und Hartz IV. Wer hätte gedacht, dass wir ein sensationelles, zweitschlechtes Ergebnis für die SPD holen? Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Das ist die Wiederauferstehung der Fataldemokratie. Der was? Der Banaldemokratie. Der Sozialdemokratie, richtig. Der Sozialdemokratie aus dem Nichts. Wir haben aus dem Stand sofort die 5%-Hürde übersprungen. Wir sind endlich in den westlichen Landtagen angekommen. Das ist doch die Linke. Wir sind endlich in den westlichen Landtagen geblieben. Meine Damen und Herren, ob Mindestlohn oder Gesamtschule, beide Ausländerpolitik, da greift eben, dass die Politik von Roland Koch nicht gegriffen hat. Wer dauernd davon spricht, Ausländer abzuschieben, der braucht sich nicht zu wundern, wenn solche Gewalttaten passieren. Man stelle sich vor, Roland Koch hätte die Ausländer abgeschoben, dann wäre Ludwigshafen nicht passiert. Das ist doch der Text von Koch. Ich hab gewonnen. Wir haben die Wahl gewonnen. Wir sagen, ich habe die Grünen zum Gespräch eingeladen und die SPD. Die FDP habe ich eingeladen. Wir sagen, der Roland Koch hat mit Wahrhaftigkeit Schulpolitik gemacht. Hat wahrhaftig keine Schulpolitik gemacht. Und zwar mache ich das besser. Deswegen lasse ich auch weiter meinen Sohn auf einer privaten Schule sein, weil ich den Wählern und Wählern keinen Schulplatz wegnehmen möchte. Denn ich bedauere das, weil die öffentlichen Schulen sind wirklich sehr gut. wir haben die Wahl gewonnen. Das ist doch nicht der Anfang. Wir sagen, die Linke hat gewonnen, weil sie planlos ist und immer dagegen ist. Da müssen wir uns etwas abgucken. Wir müssen selbst auch planlos sein. Der Wähler weiß nicht wohin. Er hat keine Antwort. Und deswegen sagen wir, wir sind ganz nah am Menschen. Kurt Beck, wir sind nah am Menschen. Die Antworten haben wir auch nicht. Viele wollen wissen, wo ich stehe. Ich sage, ich will wissen, wo ich sitze im Landtag. Jetzt ist es so, dass die kleinen Parteien, FDP und Grüne, die haben bestimmt, wer regiert. Das kann nicht so weitergehen. Ich möchte die SPD so klein machen, dass wir künftig alleine bestimmen, wer regiert. Wir müssen Rot-Rot verhindern, richtig. Wir müssen Rot-Rot verhindern, weil wir das Original sind. Wir müssen Rot-Schwarz verhindern, weil wir die Kopie sind. Wir müssen uns verhindern, weil wir nicht wissen, wen wir uns original kopieren sollen. Was? Als Original kopieren sollen. Ich spreche manchmal undeutlich. Ich weiß nicht, wen ich wählen soll. Ich würde mich wählen, weil ich würde mich wählen. Warum soll ich mich denn wählen eigentlich? Ich weiß. Sie brauchen gar nicht dazu gucken. Ich wüsste nicht, was ich machen würde ohne meinen Hampelmann, ohne meinen Ehemann, ohne meinen Lebensgefährten sind ja nicht meine Ehemänner. Ja, ich habe früher allen nachgesprochen, das war zu viel, waren zu viele Ansichten. Jetzt ist es einfacher, wenn ich einem nachspreche, dann ist man glaubwürdiger, wenn man einem einzig nachspricht. Was ist das jetzt? Danke. Achso, danke. Ich habe die Wahl gewonnen. Ich. Oh,
Man hat ja jetzt in einem Kölner Museum ein Monet-Gemälde gefunden, das gefälscht ist. Sag mal, wie echt ist eigentlich Frau Ypsilanti? Und was ist mit ihrer Glaubwürdigkeit? Jeder spricht ja jetzt von der Glaubwürdigkeit der SPD. Naja, aber welche ist das denn? Ist das die Glaubwürdigkeit von Herrn Clement, der die Ypsilanti an Koch verraten hat? Ist es die von Schröder, der mit Gas Deutschland an Russland verraten hat? Ist es die von Frau Ypsilanti selber, die sich mit sich an sich verraten hat? Inzwischen hat ja die SPD dermaßen viele SPDs, dass sie auch glaubwürdig wäre, wenn sie Roland Koch zu ihrem Parteichef machen würden. Oh, pardon.